Es kam nichts raus dabei. Sie haben es geprüft. Es geht doch nur um den Umstand als solches. Das ist eine Schülerin, die aus dem Unterricht rausgeholt, wie eine Verbrecherin. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Da ist eine 16-jährige Schülerin an der Schule in Mecklenburg-Vorpommern und teilt ein Schlumpfvideo von der AfD. Der Schulleiter bekommt das mit, schaltet die Polizei ein, die Polizei kommt, holt das 16-jährige Mädchen aus dem Chemieunterricht heraus und verhört es wegen verfassungsfeindlicher Verbreitung von Material. Ey Leute, wo sind wir eigentlich? Und wisst ihr was? Ich bin wirklich kein AfD-Anhänger. Aber es ist unmöglich, es ist immer noch eine Partei und sie ist nicht verboten bis jetzt in Deutschland. Und da wird eine 16-jährige Schülerin, die vielleicht noch gar nicht so eine politische Meinung hat, von der Polizei verhört und von der Polizei aus dem Unterricht rausgeholt. Ich schäme mich teilweise, wie in Deutschland momentan die Politik und über die Politik dann teilweise auch unsere Staatsorgane momentan gegen die eigene Bevölkerung wohlgemerkt vorgehen. Schämt euch!